Weiter geht es mit einer neuen durchgeknallten Folge SpongeBob Rehydrated. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich ein karates Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video von SpongeBob ein wenig mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja klar, knall mich doch runter, Kumpel. Leute, ihr wollt mehr sehen von diesem wahnsinnig coolen Spiel? Dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Fragen zum Gewinnspiel. Heute könnt ihr noch dran teilnehmen. Ich verlängere das jetzt auf heute. Und dann ziehe ich auch direkt einen Gewinner. Für den PC und für die PlayStation 4 könnt ihr jeweils einen Code gewinnen. Einfach dazu einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und natürlich eine Bewertung dalassen. Ganz, ganz wichtig. Ein bisschen unterstützen das Ganze. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich habe eben gerade das Spiel ausgemacht. Ach, hier drüben. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Hier sind wir rüber. Machen wir noch ganz schnell gemeinsam. Schwupps. Und dann sind wir wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ui. Je glänzender, desto besser. Ey, die haben so böse Reichweite. Es geht doch nichts über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Ein wenig Seilsport am Morgen. Das vertreibt immer Kummer und Sorgen. So, SpongeBob muss her. Genau, hier sind wir stehen geblieben. So, Spongy. Einmal hier drauf. Kabams. Dann hier nach oben. Brauchen wir eine frische Unterhose. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh, man fühlt sich halt wie so ein neuer Schwamm, ne? Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. So, die Socke nehmen wir auch noch mit. Ich bin mir sicher, das zurückzubekommen. Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Und bam. So. Müssen wir hier rein? Oder wo geht es weiter? Oi! Okay, warte mal. Aber wir haben ja noch nicht die neue Antenne. Wo steckt die denn? Wo kriege ich die? Also hier ist eine Antenne. Können wir die mitnehmen? Ich rede mal ganz schnell mit Larry. Na, warte noch nicht. Oder brauchen wir hier sie nochmal? Warte. Schwupps. Ah, hier kann man rein. Alles klar, ich dachte nämlich schon, wo müssen wir denn hin? Alles klar, Kinder. Fertig. Los. Okay, was läuft hier? Wir müssen die jetzt zerkloppen. Können wir gerne machen. Wow. Wow, 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 wow. Oi, 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 oi. Und hier kracht der Boden weg. Oh oh, das gefällt mir gar nicht. Bams, erstmal den hier wegholen. Gott sei Dank bin ich Sandy. Die ist nämlich deutlich stärker als SpongeBob. Alles klar, Hunde sind platt. Leg dich niemals mit Texas an. Niemals. Denn wir aus Texas, wir sind ziemlich böse unterwegs. Nein, 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 nein. Alter, ich treffe ihn nicht. Wie unfair ist das denn? Eine Abbrechung. Okay, wir müssen ganz schnell hier drüben hin. Alles klar. Den Schlimmsten haben wir schon mal weggeholt und den Kleinen hier noch zerlegt. Einer fehlt noch. Ey, nice, die kommen hier gar nicht hoch drauf. Wie wird schon beim Zugucken schwindelig? Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Oh nein, Rocket Boy. Alter, wie unfair das ab und zu ist, ne? Wenn die dann alle auf einmal kommen. Und dir hart auf die Nase geben. Okay. Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Wurde provoziert und da gönne ich mir, aber dicke. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ah, Mädchen, heul nicht rum. Du stehst doch drauf. Gib es doch einmal zu. Sandy steht doch eigentlich auf Spongys Unterwäsche. Oh no. Brauche ich hier nochmal Spongy? Oh, das wäre mies. Dass wir hier nochmal einen Schlag machen müssen. Okay, hier können wir raus. Aber ich müsste eigentlich nochmal rein und gucken, ob da irgendwas geht. So, wir gehen jetzt hier nochmal mit SpongeBob rein. Weil ich natürlich wissen will, was uns erwartet, wenn wir da mit SpongeBob ein wenig rumdudeln. Oh, ich bekomme direkt hier einen auf die Backen. So, nächste Ebene. SpongeBob schlägt um sich.
besten immer gucken, wo sind die Maschinen. Wenn man die schnell holt, können gar nicht groß Robos kommen. Wie ein Profi schlage ich mich hier durch. So, du bist die nächste Maschine. Lass gut sein, Kumpel. Lass gut sein. Der Soßenmann. Was? Den habe ich nicht getroffen? Also SpongeBob hat echt eine merkwürdige Hitbox. Aufhören. Aufhören. Okay, nächste Runde. Direkt hier hin. Ich glaube, hier waren zwei von denen, ne? Ich ignoriere dich mal. Erstmal hier die Maschine wegholen. So lange müssen wir so oder so alles ignorieren. Hey, Soßenbengel. Das ist so unfair. Werde ich halt eiskalt noch erwischt, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, was kann ich hier machen? Autsch. Er wollte nicht loslegen. Ich musste nachhelfen. So, jetzt haben wir das hier. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und können uns hier nach oben schießen, denn wir brauchen ja eigentlich immer noch die Antenne von Larry. Ja, jetzt bin ich hier oben. Das bringt mir irgendwie auch nichts. Komisches Ding. Gut, gehe ich hier mal durch. Lande ich jetzt hier bei Larry irgendwie oder... Nö. Hallöchen, Sponge... Kumpelblase! Yay! Kumpelblase. Aber was bringt die mir? Nichts. Right. Absolut right. Und wenn ich hier wieder hoch will, dann brauche ich natürlich die gute alte Sandy. Wow, 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 wow. Heiß und feurig. Heißes, feuriges Süßchen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Alter, was können wir denn hier machen? Was kann man mit dem Ding hier machen? Nichts. Wir haben auch jetzt alle von diesen komischen Lenkrädern, habe ich gesehen. Die haben wir auch irgendwie alle eingesammelt on the way. Dann gehen wir mal rüber zu Mrs. Puff, was die zu melden einmal hat. Einmal durch die Stadt. Die finden wir, soweit ich weiß. Achtung, Vorsicht, Bam! Es glänzt. Die finden wir, glaube ich, irgendwo hier drüben. Ja, Mrs. Puff. Ich habe mich um alles gekümmert, Mrs. Puff. Ich war eine gute Nudel. SpongeBob, ich bin beeindruckt. Wie hast du sie... Naja, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, okay. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Ach, hab ich nicht? Nein, nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Ein Büchereiausweis. Oh. Oh, Spongy. 19 Pfannenwender haben wir hier. 19. Mega nice. Achtung. Vorsicht. Hey, das Ding explodiert gar nicht. Jetzt. Oh, Qualle. So, wir gehen mal ganz schnell auf die Karte. Hier. Wir können hier noch einen kriegen und hier können wir noch einen kriegen. Okay. Extrem Bungee. Nun, wie bekomme ich denn hier einen? Ich glaube, hier brauchen wir Sandy. Den krallen wir uns jetzt noch. Eine Bushalte war doch auch irgendwo hier. Ich glaube, da hinten war eine Bushalte. Und warum schießen die schon wieder mit Spülen? Geh mal hier hin. Wams. Und hier drüben sehe ich die Bushalte. Schwupps. Einmal Sandy, bitte. Einmal ganz sandig, bitte. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur diese Sprengdinger eliminieren. Okay, den hier einmal so catchen. Und dann können wir easy hier durchschlängeln, tingeln, dongeln. Zack! Alles klar. Ich hoffe, die kann hier
jemand gebrauchen. Einmal. Ah, und dann brauche ich wieder SpongeBob. Autsch! Autsch! Eine Erfrischung! Na komm. Autsch! Autsch! Ey, was haben die denn bitte schön für eine Reichweite? Habe ich nur da hinten eine Bushalte? Okay, schon besser. Na gut, dann gehen wir halt da nochmal hin, holen uns Spongy und aktivieren diese ganzen Drückerlis. Igitt. Und dann verdudel ich mich. Kannst du fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage? Kawabunga! Ey, das sind saubere Unterhosen, ja? Das sind verflixt saubere Unterhosen. Einmal durch die Stadt. Ich bin rolltastisch. So, das muss doch jetzt hier funktionieren, damit wir hier noch einen Pfannenwender bekommen. Und manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Wams. Drück, 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 drück. Drück, 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 drück. Drück, 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 drück. Mehr drücken. Alter, aber wie komme ich da denn jetzt wieder ran? Wie komme ich da denn jetzt? Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Wow. Easy. Beste Leben. Gut gemacht, Spongy. Ja, Mrs. Puff ist zufrieden. Und ich würde sagen, wir schnappen uns hier mal ein Taxi und gehen ins nächste Gebiet. Taxi! Ich meine, so oder so muss ich irgendwann noch alles einsammeln. Ein bisschen was fehlt immer. Aber wir haben schon mal wieder genug. Mr. Krabs. Nein, ich spare mir mein Geld. Wir gehen mal hier drüben hin. Die Goo-Lagune. Taxi! Ah, die Goo-Lagune. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Oh Mann, die Goo-Lagune. Oh, wie funkelnd. Autsch. Autsch, seit wann hätten wir zwei Schläge aus? Nimm das. Okay, die kleinen Muscheln hier sind schon mal nicht böse. Moment, was haben wir hier? Mit dem Blasenschlag kannst du Objekte bewegen. Ah, nice. Ah, können wir umklappen. Sehr, sehr praktisch. Boah, wie geil sieht denn bitte schön das Wasser hier aus? What the hell? Was bist denn du für einer? Alles klar, dieser Roboter heißt Monsoon. Und er kann Blitzangriffe. Finde ich nicht gut, Monsoon. Finde ich nicht gut. Da stehe ich gar nicht drauf. Lass mal den hier wegduzen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Kann ich hier rein? Es tut schon mal nicht weh. Aber gut finden wir es auch nicht, wie es scheint. Gut. Du wirst überleben, Kleiner. SpongeBob, sehe ich verbrannt aus? Du bist schon etwas rot. Algenkotze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf der Insel. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrichten. Ich bleib hier und passe auf die Strandmiezen auf. Aber ich kann nicht schwimmen. Oh Mann, das klingt ja wie eine verdammte Wissenschaft. Hochkomplex. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Larry hat immer ganz merkwürdige Aufgaben für mich. So, erstmal hier hin. Nochmal dahin. Funktioniert alles nicht.
Okay, warte mal. Hier kann ich ein grünes Ding bekommen. Naja, für ein grünes lohnt sich da der Aufwand? Ich glaube nicht. Hey, Specky! Boing. Genau meine Größe. Genau meine Größe. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Ja, das stimmt, Spongy. Drück. Da gebe ich dir vollkommen recht. Oh, ich darf nicht ins Wasser. Mit SpongeBob kann ich schwimmen. Ach komm. Ich will doch nur auf den Dicken hier drüben springen. So, aktivieren wir mal die Kiste. Ich glaube, mit der können wir noch nichts machen, oder? Nee, denn wir haben noch keinen anderen Punkt. Ey, wie geil sieht denn bitte schön das Level aus? Ich find's hammermäßig. Ey, Kleiner. Erstmal ein Ding ins Gesicht. Warte mal. Und jetzt fällt der nach unten. Und dann kann ich die hier zerlegen. Also, um an einige ranzukommen, ist das Ganze wirklich unnötig hochkomplex. So, Schinkenbock 3000. Dich räume ich hier noch weg. Hier noch weg. Der da weg. Und hier brauchen wir Patrick. Haben wir irgendwo hier einen Bus? Ich meine, von hier oben kann man alles sehen. Dann kann ich hier das Ding drehen. Ich brauche nur einen verdammten Bus. Und drüben ist der Checkpoint. Hey, Mrs. Puff. Warte, ich komme mal rüber. Achtung. Oh nein, die Ballons der Kinder sind zu voll gemacht worden. Sie tragen die Kinder davon. Ich weiß nicht, Mrs. Puff. Ich finde, es sieht aus, als hätten sie Spaß. Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst. Du kannst die Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt. Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung. Wird erledigt, Mrs. Puff. Okay, wieder so eine kleine Nebenmission. Einfach die Kinder hier runterholen. Aber ich muss immer noch herausfinden, wo man hier eine kleine Bushalte hat. Warte mal, weg mit dem hier. Okay, an den komme ich schon mal nicht ran. Und so geht es gar nicht. Boah, mies. Okay, jetzt habe ich ihn. Oh, hier drüben sehe ich eine Socke. Achtung. Ich glaube, ich muss hier hin. Nein, da rutschen wir runter. Wäre eher so ein Sandy-Ding. Ich sage, ich muss nur eine Bushalte finden. Können wir hier wechseln? Achtung! Gefahr erkannt! Gefahr gebannt! Oh, der Kleine hier! Ich war doch über dir! War ich nicht über den Bot? Großer Schinken! Den habe ich verstanden! Boah, die gehen runter! So, weg mit dem. Und der explodiert. Und jetzt kann ich mir die Socke holen. Noch ein Pfund für Patrick. So einen alten Stinker für Patrick. Und wir können sogar noch hier rum. Klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber was machen wir jetzt mit der Göre? Den Kleinen müssen wir auch noch holen. Kleiner. Jetzt, jetzt. Endlich. Nice. Haben wir den uns noch gekrallt? Und ich habe die Bushalte gefunden. Wir können Patrick spielen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich jetzt nochmal rangehe, bekomme ich dann Sandy? Oder werde ich wieder SpongeBob? Okay, ich werde wieder SpongeBob. Ram. Ram, ram, ram. Kann Patrick hier rüber? Hat der sowas drauf? Ich meine, diesen anderen Reflektor, den können wir so oder so noch holen. Och nö, och nö. Okay, der kann die Kids hier gar nicht retten. Das kann unser Schwammfreund. Also müssen wir irgendwann hier nochmal mit SpongeBob hin. So, hier rüber. Hier hin. Und jetzt bin ich eigentlich wieder hier.
Okay. Hey, Mrs. Puff. Hallo, Mrs. Puff. Hi, Patrick. Hast du SpongeBob gesehen? Falls du ihn triffst, dann sag ihm bitte, dass ich ihn suche. Geht klar, Mrs. Puff. Okay, die Mission kann anscheinend nur SpongeBob annehmen. Jetzt gehen wir erstmal hier drüben hin, denn dann machen wir direkt das mit der Melone. Ramm die hier einmal weg. Easy going. Whams. Und hier. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ah. Cool. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Wie viele davon muss ich denn tragen? Okay, wir müssen einmal hier die Runde machen. Oh no. Wie ich es liebe, Mann. Wie ich es liebe. 4. Hui, knapp. Sehr, sehr knapp. Oh, Drehdinger sind genauso mies. Ich habe keinen Bock, jetzt nach unten zu fallen. Sogar die Melone ist gegen mich. So. Alles klar. Wow. Wow. Das ist alles für so eine Socke und ich falle auch noch nach unten. Oh Gott. Leute. Das ist alles für eine Socke. Und ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Und hier war eine Bushalte. Und ich habe sie gesucht. Ah, Moment mal. Moment mal, wir müssen hier den Strahl uns angucken. Wartet mal, hier geht's nämlich los. So. Der geht jetzt hier drüben hin. Aber was, wenn ich hier hingehe? Ah, okay. Also muss der einfach hier hin. Anderen Weg haben wir erstmal gar nicht. Dann müssen wir von hier weiter lenken. Ah, hier muss man auch ein bisschen rumrätseln. Treffen wir mal den hier. So. Nee, der geht nicht. Aber dann der hier. Wahrscheinlich erstmal zu der Kabine. Ja, das Ding ist leider nicht umsonst da. Wir müssen alle aktivieren. Und jetzt hier drüben auch nochmal hin. Wieder ein Checkpoint. Ja, jetzt geht's hier lang. Nee, nee. Andere Seite. Komm schon. Alter, nice. So, du bist der letzte Turm, wie es scheint. Aber hier geht's. Boah, es geht ja noch weiter. Leute, den letzten Turm machen wir in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da für den guten alten SpongeBob. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.